Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Wenn ich hier nicht feststecken würde, dann könnte ich jetzt los. Vielleicht könnten wir ja. Na klar, die Babyretter sind schon auf dem Weg. Wollis, wir kommen! Dein Kind ist weg? Ja, Muni ist verschwunden. Morgen sollte ihr großer Färbetag sein. Wir hatten doch schon die lila Beeren. Vielleicht wollte sie nicht lila werden. Also ich würde bestimmt nicht lila werden wollen. Muni wäre nie weggelaufen. Huni-huhu. Mach dir keine Sorgen, Wolli-Papa. Sie ist gleich wieder da. Was für ein schöner Tag. Also, das finde ich überhaupt nicht. Hä? Was meinst du? Wovon sprichst du? Das Wolli-Baby ist weg. Oh, das ist ja furchtbar. Hoffentlich hat Dr. Wilcox nichts damit zu tun. Können wir hier mal rein? Tut mir leid, das geht heute nicht. Heute ist Süd-Nordwind. Da besteht erhöhte Einsturzgefahr. Niemand darf in die alte Diamantenmine. Das ist ja äußerst angenehm. Bedauerlich. Schön, dass du da bist, Feuertier. Hier ist es wirklich furchtbar einsam. Ja, das ist das Schollenmeer. Bei großen Stürmen brechen von Frierland einige Stücke ab und treiben ins Meer. Irgendwann wird Frierland verschwunden sein. Das dauert aber noch Millionen hundert Jahre mindestens. Da! Was da? Eine leere Scholle. Ich täte viel lieber eine volle Scholle sehen, zum Beispiel eine mit Glitzermanten drauf. Lass uns später nochmal gucken. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rabe Rudi. Eigentlich wollte ich ja jetzt die Spiele machen, bis ich alle Glitzermanten zusammen habe und mir das Ende anschauen. Jetzt ist aber ein interessanter Twist reingekommen. Und zwar ist erstens komischer Wind, also ist die Mine zu. Bei den Schollen finde ich keine Diamanten mehr. Und das Wolli-Baby ist weg. Jetzt weiß ich nicht, wo das ist und was los ist. Deswegen werden wir jetzt zu Dr. Wilcox oder Vulpix oder wie auch immer gehen und mal nachfragen, ob der das Wolli-Baby gefunden hat. Schauen wir doch mal. Das Let's Play wird dann doch wahrscheinlich länger, als ich dachte. Da seid ihr ja! Ja, da sind wir ja. Die Pistole haben wir auch mit dabei. Ja, dann können wir doch jetzt uns direkt zu dir durchkämpfen. Bravo! So, erstmal hier ein paar Feuerstöße abschießen. Und wir auch immer nur vorwärts kommen, wenn wir so. Das fängt an, mir Spaß zu machen. Das auch nicht, aber es funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Volltreffer. Voller Windschutzschaden. Getroffen, gewonnen, super. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du damit. Langsam werdet ihr mir aber lästig. Vielen Dank für das Kompliment, Dr. Wilcox. Gucken uns erstmal weiter um, weil wir sind ja nicht. Ja, ja, seht euch das ruhig genauer an. Das ist meine geniale Diamantenzerstäubungsmaschine. Damit habe ich alle Säulendiamanten zerstört. Und Ylas Traum von der Hochzeit im neuen Palast ist damit auch geplatzt. Der ist bestimmt nur eifersüchtig. Dr. Wilcox, lassen Sie sofort das Wolli-Baby frei. Baby? Ich soll hier ein Baby haben? So ein Unsinn. Ich bin doch kein Babysitter. Muni, Muni,
Da oben ist es. Als hätte ich das die ganze Zeit nicht schon gesehen. Na, dann befreien wir dich doch mal. Hey, cool. Armer, kleiner Wuschelball. Ja, Molly. Was sagt das Wollknäuel? Soweit ich verstehen kann, sagt es, dass Dr. Wulcox ein gemeiner Fiesling ist. Unverschämtheit. So, kleine Muni, wir bringen dich zu deinem Papa. So, ab zu deinem Papa. Warum könnt ihr den nicht einfach festsetzen? Bam, zack, Ende. Muni! Meine süße kleine Muni! Wir haben sie aus dem Berg vom Ochsendoktor befreit. Oh, dieser Schuft. Aber Muni hat etwas Interessantes gesehen. Wulcox hat in seiner großen Truhe noch einen Diamanten versteckt. Was? Den werde ich gleich schnappen. Ja, gut, dann fahren wir halt nochmal zu Wulpok. Wulbösewicht. Okay. Yippie, der Ball ist weg. Wenn ihr so oft zu dem ins Hauptquartier eindringen könnt, warum einfach nicht festsetzen? Festnehmen. Bravo! Die ganze Armee. Und zack, weg. Mist! Sind getroffen. Super war das. Guten Tag. Wir mal wieder. Was stört ihr mich schon wieder? Los, machen Sie die Truhe auf. Das glaube ich euch nicht. Finger weg von meinem letzten Diamanten. Wie habt ihr das nur herausbekommen? Das sagen wir nicht. Und jetzt müsste doch auch wieder die Mine und alles offen sein, oder? Ihr seid wirklich großartig. Dann würde ich einfach sagen, gucken wir uns jetzt um, ob alles wieder offen ist. Dann hoffen wir doch. Funizuzuni, Färbezeit! Zieht die Beeren auf meinen kleinen weißen Wolli und dann geht's los! Okay, dann würde ich sagen, mache ich die Spiele jetzt einfach mal. So für mich. Bis gleich, wir sehen uns, wenn irgendwas Spezielles, Besonderes passiert. Irgendwann später. Ich fürchte, es gibt bald keine Diamanten mehr. Oh nein, so kurz vor dem Ziel. Sucht bitte weiter. Eine Ewigkeit später. Wir haben tatsächlich den vorletzten Diamanten gefunden. Oh, das ist gut. Bald bin ich frei. Jaxal! Nur noch ein Diamant fehlt. Habt ihr schon das Neueste gehört? Die Schneefrau, die auf dem Weg zu den Wollis wohnt, hat ihre Nase verloren. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Auweia, das tut doch weh. Da könnten wir doch mal hinfahren und fragen, ob wir helfen können. Das wäre aber nett. Herzlich willkommen zu der wahrscheinlich letzten Folge von Siebenstein 2. Das letzte Mal haben wir alle Glitzermanten gefunden, beziehungsweise alle bis auf einen. Und uns wurde mitgeteilt, dass die Schneefrau ihre Nase verloren hat. Da müssen wir ja mal ganz schnell nachgucken, wo das denn ist. Und ich glaube, die liegt auf dem Weg zu den Wollis. Das müsste ja hier sein. Hallo, Schneefrau. Guten Tag, gnädige Frau. Also für mich ist das kein guter Tag. Gnädige Frau hier, gnädige Frau da. Ich will meine Ruhe haben. Auf Besuch kann ich verzichten. Wir sind doch kein Besuch. Wir sind Glitzermantensucher.
Du siehst ziemlich komisch aus im Gesicht. Wo ist denn deine Nase hin? Meine Nase? Weg? Das ist mir aber unangenehm. Die muss mir der letzte Sturm fortgerissen haben. Oh, wo bekomme ich nur eine neue Nase her? Was für eine Nase willst du denn? Also, wenn du mich so fragst, ich habe mal gehört, dass es im Menschenland stattliche Schneemänner gibt mit langen, gelben Nasen. Ja, so eine würde mir gefallen. Aber so eine Nase werde ich wohl nie bekommen. Oh. Hm. Boah, das ist doch Babykram. So eine gelbe Rübe besorgen wir dir in Nix, Null. Die gibt's bestimmt bei der Ula. Oh. Wirklich? Dann freue ich mich auf euren nächsten Besuch. Okay, dann fahren wir doch wieder zurück zum Schloss und da müsste es doch das geben. Also ich sehe jetzt hier keine. Hier sehe ich jetzt aber auch keine. Ula, wir brauchen eine gelbe Rübennase für die Schneefrau. Ganz schnell. Frau Weiß hat ihre Nase verloren? Das ist schlimm. Aber wo soll ich die denn herbekommen? Bei uns wächst so etwas nicht. Da hilft nur eins. Siebenstein muss uns helfen. Wir müssen mit ihr Kontakt aufnehmen. Gute Idee, Koffer. Na, dann würde ich sagen, der Spiegel ist doch das Mittel der Wahl. Nur, ich dachte, warum müssen wir jetzt eine Nase suchen? Ich dachte, der Palast sei erstmal viel wenn wichtiger. Wenn ihr ganz intensiv an Siebenstein denkt und auf meinen Zauberspiegel klickt, könnt ihr mit ihr sprechen. Ja, dann machen wir das doch. Siebenstein? Ach, hallo. Ja? Wo brennt's denn? Hier brennt's überhaupt nicht. Es friert. Und wir brauchen mal ganz schnell eine Rübennase für die Schneefrau. Für die Schneefrau? Aha. Ja, die Dame wünscht sich eine gelbe Rübennase. Wir schicken ein Friertier zu dir. Es wäre lieb, wenn du ihm eine mitgeben würdest. Das mache ich doch gerne. Ich werde gleich eine besonders schöne für die Schneefrau heraussuchen. Okay, und jetzt? Also uns fehlt noch ein Stein. Hier, Auftrag ausgeführt. Frau Siebenstein lässt schön grüßen. Klasse, Siebensteinchen. Da wird sich Frau Weiß aber freuen. Und gehen direkt zu Frau Weiß. Wo war das? War das hier? Ja, wahrscheinlich, oder? Und los geht's. Miau. Über den Stein hinweg und bremsen. Wir die Nase direkt da hinziehen? Okay, das und geht nicht. Habt ihr schon meine neue Nase dabei? Ja, natürlich. Bitteschön. Oh, eine echte gelbe Rübennase. Oh, die muss ich ja gleich den Wollis zeigen, wenn sie das nächste Mal vorbeikommen. So schön. Aha, du freust dich also doch, wenn Besuch kommt. Naja. Irgendjemand muss meine neue Nase doch bewundern. Kann ich denn auch etwas für euch tun? Wir suchen immer noch den letzten Glitzermanten. Habt ihr schon mal in Ylas Thron nachgeschaut? Wenn ich mich recht erinnere, hat ihre Mutter dort vor Jahren einen versteckt. Damals war ich noch Eisstatue im königlichen Palast. Dass ich das vergessen konnte. Frau Weiß, Sie sind ein Schatz. Jetzt können wir Xal erlösen. Ich wollte noch einmal. Wollis, wir kommen! Und ich will jetzt erstmal gucken, ob alle. Hallo? Lass uns mal noch einen Glitzermanten gewinnen. Ich hätte auch Lust auf ein Spielchen, aber leider sind meine Diamanten alle funi-puni. Schade. Und ohne Diamanten wirklich schade. Gut, dann gehen wir noch mal zur Mine. Sucht ihr immer noch Diamanten?
Ja, ich habe mir alle Stollen angeguckt. Ihr habt die letzten Diamanten rausgeholt. Es gibt hier keine mehr. Uiuiuiui. Und jetzt noch zu den Schollen. Weit und breit nichts als Eis. Ich bin froh, dass ich hier nicht wohnen muss. Ich bin aber auch. Okay, dann suchen wir jetzt den letzten Glitzermanten im Schloss. Mal sehen, ob der da ist, wo ich ihn vermutet habe. Hyla, wir wissen, wo der letzte Glitzermant ist. Das ist ja großartig. Wo steckt er? Da, unter deinem Po. Wie? Das gibt es doch gar nicht. Ich habe die ganze Zeit draufgesessen. Ja, du hast nämlich nichts getan. Oh, jetzt bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, das habe ich noch nie gespielt. Lass mich nicht hängen. Habt ihr noch einen Diamanten? Dann holt ihn aus dem Korb und baut ihn schnell ein. Bitte. Hä, ich hab doch... Ja! Ihr habt es geschafft. Ich bin frei. Frei. Yaxal, jetzt bist du mein. Wir können endlich heiraten. Da kannst du jetzt aber mal ziemlich froh sein, Xal. Und wie? Am liebsten würde ich euch vor Freude durch die Luft schleudern. Bitte nicht. Ach, das ist wirklich nicht nötig. Warum strecken Sie denn immer noch die Arme in die Luft? Oh, meine Gelenke sind eingerostet. Oh, aber gleich geht's wieder. Und dann knöpfe ich mir diesen Vulkox vor. Den sollte man wirklich auf den Mond schießen. Gute Idee. Nein! Bitte? Ich schieße ihn jetzt auf den Mond? Das war ein toller Flug. Ich hoffe, den sind wir für immer los. Apropos los, wir sollten aufbrechen, Rudi. Siebenstein wartet auf uns. Bleib doch. Bleib bis zu meinem Fest. Endlich bin ich mit meinem Liebsten vereint. Ihr sollt die Ehrengäste bei meiner Hochzeit sein. Au, ja! Ich weiß nicht. Siebenstein ist schon so lange allein. Aber wir würden uns sehr über eine Karte freuen. Von ihrem großen Fest. Die sollt ihr bekommen. Viel Glück auf eurem Weg. Lasst uns die beiden verabschieden mit dem echten Frierland-Dank. Hab Dank, Langnase Rudi. Hab Dank, Lederbeutel-Koffer. Vielen Dank. Vielen Dank. Es war uns eine Ehre. Okay. Und das war's jetzt? Ach, wie schön, dass ihr endlich wieder da seid. Ach ja, schön wieder zu Hause zu sein. Auf dem Rückweg haben wir uns ordentlich verfahren. Koffer, jetzt haben wir ja gar keine Überraschung für Siebenstein. Das macht gar nichts. Hauptsache, ihr beide seid gesund. Und die Feuerkanone? Ihr habt übrigens schon ein Paket bekommen. Per Boten aus Frierland. Au ja, Pakete habe ich am liebsten. Wo ist es denn? Schau mal da hinten auf dem Tresen. Aha. So sehen Hyla und Xal aus? Da bin ich ganz überrascht. Ich hatte mir das junge Paar ganz anders vorgestellt. Da hast du jetzt doch noch eine schöne Überraschung. Mit echtem Frierlandleuchten? Sehr imposant. Siebensteinchen, guck mal, unser Orden. Xal und der Palast sind gerettet. Jetzt kannst du überall in Frierland spielen und so viel Eis und Diamanten sammeln, wie du möchtest. Ah ja. Guckt euch doch ruhig noch etwas im Laden um. Es gibt wie immer viel zu entdecken. Ja, Filme und Geschichten. Und dann könnten wir uns mal unser Buch angucken, damit Siebensteinchen auch mal sehen kann, wie es in Frierland aussieht. Weil ich auch so viele Bilder gemacht habe. Ich guck mal mir den Laden kurz an, ob sich irgendwas verändert hat, aber... Ja, da steht jetzt so ein Frierländer, eingefroren. Aber ich sehe jetzt nichts, was sich verändert haben könnte. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, war es das mit dieser letzten Folge? Die war jetzt etwas kürzer als gedacht. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
haut rein und bis zum nächsten Epic Let's Play oder anderen Let's Play oder anderem Video. Haut rein und noch einen schönen Abend. Cheerio!